Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration und zu einem neuen Challenge-Video von Eva und mir. Unser Thema ist heute Geschenke für Jungs. Beim letzten Mal war ein kleiner Fehler im Video, da war am Ende ein falscher Begriff hinter meinem Video. Wir haben aber gemeinsam den Begriff Geschenke für Jungs gezogen. Bei Evas Video war es auch richtig dahinter, aber ja, das war einfach nur ein kleiner Schnittfehler, also wundert euch nicht. Geschenke für Jungs, ich habe da was Süßes vorbereitet und vielleicht möchtet ihr sowas nachbasteln mit ein bisschen Süßigkeiten und mit ein bisschen Humor zu sehen, ein bisschen Medizin. Vielleicht möchtet ihr das für einen Jungen nachbasteln oder vielleicht auch für ein Mädchen. Und jetzt seht ihr die Anleitung. Ihr braucht eine schöne Pappe und weil man auf dieser Pappe nicht so gut sehen kann, wenn ich darauf schreibe, habe ich noch ein Stückchen Papier. Das werde ich hier noch draufkleben oder draufheften. Ich habe hier den Hefter, Tacker, ein paar kleine Tüten, die man oben so verschließen kann, bunte Filzstifte und M&Ms oder Smarties oder Skittles kann man gut nehmen. Als erstes sortiere ich die M&Ms ein bisschen nach Farben, denn gleich kommt ja in jede Tüte dann eine Farbe rein. Grün sind noch ein bisschen weniger. Muss ich noch ein paar aus der Packung raussuchen. Und wenn ich dann genug habe, dann tue ich von jeder Farbe ein paar in diese Tüten rein. Also so 5 oder 6. Jetzt habe ich 6 Tüten mit ganz unterschiedlichen Medikamenten. Für jedes Wehwehchen gibt es etwas anderes. Das muss ich natürlich jetzt noch alles genau beschreiben. Und das werde ich hier auf dieser Karte machen. Und die kleinen Tüten, die hefte ich dann einfach hier unten so dran. Ich habe mich entschieden, jetzt doch nur 5 verschiedene Pillen anzubieten, nur in den bunten Farben, weil die braunen sehen auch eigentlich recht langweilig aus. Deswegen rot, grün, blau, orange und gelb gibt es. Nimm die roten Pillen, wenn du schlechte Laune hast. Nimm die grünen Pillen, wenn du einsam bist. Nimm die blauen Pillen, wenn alle dich nerven. Nimm die orangenen Pillen, wenn du müde bist. Und nimm die gelben Pillen, wenn dir die kreativen Ideen fehlen. Das waren jetzt so Sachen, die mir eingefallen sind. Man kann da natürlich auch ganz andere Sachen nehmen. Vielleicht fällt einem noch irgendwas ganz Spezielles ein. Vielleicht hat derjenige immer einen bestimmten Tick oder macht immer irgendwas. Und dann kann man auch sagen, nimm die gelben Pillen, wenn du mal wieder das und das Gefühl hast. Also da kann man sich selber was Schönes ausdenken. Das hefte ich jetzt hier dran. So. Und jetzt fehlen hier unten noch die kleinen Tüten. Und schon ist mein Geschenk für Jungs fertig. Die essen ja immer gerne Süßigkeiten, also meistens zumindest. Und ich finde, die haben auch immer nichts gegen Jungs, aber wenn die irgendwas haben, dann leiden die auch immer so stark. Und wenn die dann so eine Pille haben, das ist wie ein Placebo, dann geht es denen hoffentlich gleich besser. Ich finde es ganz witzig, eignet sich natürlich auch für Mädchen, nicht nur für Jungs. Ist einfach ein ganz süßes Geschenk und kann man ganz individuell gestalten. Ja, eben je nachdem, nimm die roten Pillen, wenn du schlechte Laune hast oder eben wenn irgendwas anderes ist. Und die kann man dann schön hier unten dran heften. Ich finde, das sieht einfach schön aus, schön bunt, macht direkt gute Laune. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Und jetzt seht ihr, welcher Begriff nächste Woche bei unserer Challenge dran ist. Und ich ziehe heute mal wieder ein Thema. Ich wühle einmal richtig gut durch. Und ich habe hier eins geschnappt. Und es geht um Herbstsnacks, also Sachen, die man besonders schön im Herbst so wegknabbern kann. Oder vielleicht auch schön anbieten kann, ne? Also irgendwas Leckeres, Kleines, süß oder herzhaft. Ja.
Also auf jeden Fall ein schönes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So eine ganz konkrete Idee habe ich noch nicht, aber da fällt mir bestimmt was Gutes ein und ich denke dir auch. Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Bei Snacks, da sind wir immer vorne mit dabei, ne? Auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich, euch haben unsere Videos heute gefallen. Wenn es so ist, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Da freuen wir uns natürlich immer. Schaut auch auf jeden Fall beim Video der jeweils anderen vorbei. Oder schreibt uns natürlich auch was unten in die Kommentare, wenn ihr noch ein gutes Thema habt oder wenn ihr uns sonst irgendwas Nettes erzählen möchtet. Genau, einfach alles unten in die Kommentare. Wenn ihr gute Ideen habt, dann werfen wir die hier immer in unser Glas. Und sonst schaut mal bei Facebook, Instagram, Twitter und Snapchat bei uns vorbei. Genau. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.